Einen schönen guten Dienstag und damit herzlich willkommen zum aktuellen PQ Primetime Chart Check unterstützt durch unseren Werbepartner Goldman Sachs, wo es heute zur Abwechslung mal wieder um Bayer geht, denn die haben heute früh Zahlen gebracht und dabei festgestellt, dass die 2019er Z Z Z Ziele, ich zitiere, zunehmend ambitioniert sind, was als quasi Gewinnwarnung interpretiert werden kann und sich auch im Chart entsprechend niederschlägt. Da geht es nämlich deutlich unter 60 Euro zurück und die 60er-Marke ist ja so etwas wie die Benchmark bei Bayer. Alles Macht Hoffnung auf eine Erholung, alles darunter schürt die Ängste vor neuen Rücksetzern. Und die sind auch durchaus begründet. Ebenfalls heute Morgen lief ja die Meldung über den Ticker, dass es in den USA, nein, dass in den USA mittlerweile rund 18.400 Glyphosatklagen anhängig sind. Das hat natürlich mit der hohen Schadenersatzsumme zu tun, die beim ersten Urteil gegen Bayer im vergangenen Jahr verhängt wurde. Und längst nicht jeder Klage dürfte überhaupt ein Erfolg beschieden sein. Für die Stimmung ist es dennoch alles andere als. Förderlich. Und das sieht man auch im Chart. Da ist die offene Kurslücke vom 27. Juni zwischen, zwischen 58,60 und 56,75 heute früh bereits geschlossen worden. Und damit rücken jetzt auch gleich die ganzen eng gestaffelten Haltestellen bis runter an die 52er Marke in den Fokus. Spätestens dort sollte der Rücksetzer dann aber aufgefangen werden, da sonst die 50er Barriere plötzlich doch noch erstmals seit 2012 wieder Thema werden könnte. Auf der Oberseite lautet das Motto dagegen ganz klar 60 oder nichts. Erst nach dem Rebreak, wir reden hier wie immer vom Schlusskurs, wäre der Sprung an besser noch über die 62er Schwelle möglich. Wobei es im, direkt im Anschluss dann um die 200-Tage-Linie bei 63,07 und unmittelbar darüber um die offene Kurslücke vom 20. März gehen würde, deren untere Kante bei 63,10 verläuft und die, damit haben wir auch das übergeordnete Kursziel nach oben gleich ausgemacht, erst bei 67,48 vollständig geschlossen wäre. Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Einen schönen Tag für Sie. Daumen hoch für mich, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Vielen Dank dafür und Servus. Bis morgen.